Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Natürlich wollen wir auch das HTC One einem kurzen Gaming-Test unterziehen, deswegen schauen wir heute, wie es sich in den Spielen Temple Run 2, Dead Trigger und Modern Combat 4 so schlägt. Von den Anforderungen her also immer steigernd. Vorab sei gesagt, ich habe das Gerät natürlich eben neu hochgefahren und ich werde die Spiele auch immer wieder schließen. Heißt, wenn ich zum Beispiel mit Temple Run 2 fertig bin, werde ich das Ganze schließen und erst dann Dead Trigger öffnen, sodass ihr auch die wahre Performance oder Hardware Power des One zu sehen bekommt. Die Spiele sind leider allesamt nicht vorinstalliert. Temple Run 2 und Dead Trigger könnt ihr euch aber in einer kostenlosen, werbefinanzierten Version im Play Store runterladen. Da kann man auch Modern Combat 4 kostenpflichtig erwerben. Entschuldigt bitte auch, falls ich teilweise beim Zocken etwas unglücklich wirke. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich sitze hinter der Kamera. Das macht es nicht einfacher und das ist natürlich auch nicht ganz repräsentativ. Nun aber genug erzählt, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! Als erstes schauen wir uns jetzt also Temple Run 2 an. Was hier gleich schon auffällt, die genialen Kontrastwerte des Displays wieder mal, ist ja ein recht farbintensives Spiel, recht kräftige Farben und die Grafiken wirken auch alle sehr, sehr gut angepasst, also das sieht wirklich sehr schön aus. Wir gehen nur schnell in die Einstellungen und ich zeige euch, dass die Visual Quality auch wirklich auf Best gestellt ist. Auch hier wieder das Grün sehr, sehr intensiv, kein Vergleich zum Sony Xperia Z, was die Kontrastwerte betrifft. Jetzt fangen wir gleich mal an. Temple Run ist ja sehr, sehr bekannt, sehr beliebt. Es gibt zig Nachmachen, aber das ist das Original, hat diverse Download-Rekorde gebrochen und ich denke, ihr seht ganz gut, das läuft hier wirklich absolut flüssig. Überhaupt keine Probleme, ähnlich wie schon beim Xperia Z, aber ich denke, das war ja vorhersehbar, denn der Snapdragon 600 ist ja nochmal einen Tick besser. Vorbei sind diese Probleme des Tegra 3 oder Tegra 3 Plus, die wir noch beim HTC One oder beim HTC One X hatten. Ich meine beim HTC One X oder beim HTC One X Plus natürlich. Entschuldigung, das hier ist ja das HTC One und da gibt es wirklich überhaupt keine Probleme. Ich denke, man sieht das ganz gut. Auch hier das Gyroskop funktioniert auch wirklich super. Wir gehen nochmal nach links und nochmal nach rechts. Und ich denke, man hat es gesehen. Was ich euch noch zeigen wollte, ihr habt es jetzt hier oben gesehen, dieser kurze rote Punkt ist das Zeichen, dass Beats Audio hier aktiviert war. Also auch beim Spielen von Spielen aktiviert sich Beats Audio, sorgt wirklich für einen recht guten Sound, obwohl das natürlich hier wieder nur ein Soundprofil ist und auch ziemlich viel Marketing, das muss man auch immer beachten. Und weiter geht's jetzt mit Dead Trigger, dem wohl bekanntesten Shooter für Android. Nehme ich auch immer ganz gern. Viele fragen mich auch, warum ich überhaupt so Spiele wie Temple Run oder Dead Trigger teste. Das ist ganz einfach. Viele fragen mich oft danach. Also viele interessieren wirklich Spiele wie Temple Run oder Dead Trigger viel, viel mehr als diese so grafiklastigen Spiele wie Nova 3 oder Modern Combat 4. Insofern will ich die natürlich auch nicht ausklammern. Und ich denke, die drei Spiele sind ein recht guter Kompromiss. Ich zeige euch nur schnell, die Graphic Details sind natürlich auf High gestellt. Und wir fangen hier jetzt wieder wie üblich mit der Main Quest an. Hier fällt auch wieder auf, die Grafiken sind wirklich sehr, sehr schön angepasst. Die Farben sind absolut intensiv. Ich kann mich nur nochmal wiederholen. Sieht wirklich absolut genial aus. Also dazu noch dieses schöne Gerät. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wir fangen auch gleich mal an. Und ich kann euch gleich schon sagen, diese typischen zwei Ruckler hier am Anfang. Diese Android-typischen zwei Ruckler haben wir auch hier wieder, aber das ist softwarebedingt und nicht hardwarebedingt. Bei iOS zum Beispiel ist das nicht der Fall, aber das ist einfach ein Problem der Programmierung. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört. Ich höre es definitiv. Die Lautsprecher sind absolut laut. Ich gehe hier jetzt auch etwas näher hin. Also dieser Boom-Sound hat seinen Namen wirklich verdient. Wenn ich die ganz laut machen würde, würdet ihr mich nicht mehr verstehen. Das sage ich euch. Ist natürlich gerade so beim Spielen, wenn man alleine im Raum ist, echt cool. Ansonsten könnte es eventuell andere Menschen auch nerven. Ja, ich denke, man hat es ganz gut gesehen. Keinerlei Ruckler, außer diese typischen zwei am Anfang. Perfekt angepasste Grafiken, gestochen scharfes Bild. Macht echt ziemlich viel Spaß. Schauen wir uns das Ganze auch bei Modern Combat 4 noch etwas genauer an. Und zu guter Letzt schauen wir uns jetzt Modern Combat 4 an. Definitiv
das grafikintensivste Spiel dieser drei. Wir sehen hier jetzt auch das Logo von Gameloft. Einige fragen mich auch immer wieder, ob die Geräte beim Zocken besonders warm werden. Ich kann auch sagen, beim HTC One, wenn ihr so 10 Minuten bis 30 Minuten spielt, wird euch auffallen, dass das Gerät merkbar wärmer wird. Es wird jetzt aber nicht unangenehm heiß. Also ich habe da immer ein Galaxy S2 in Erinnerung. Die werden teilweise ziemlich warm. Das ist hier beim HTC One wirklich überhaupt nicht der Fall. Überhaupt nicht unangenehm, aber es fällt auf, also für all diejenigen, die das interessiert. Ansonsten fällt auch hier wieder auf, die Grafiken sind wirklich sehr, sehr gut angepasst und ihr werdet jetzt gleich merken, der Boom-Sound, ich habe hier wirklich nur ein Drittel der Lautstärke eingestellt, aber das bläst einem echt die Ohren weg, also das hat die Bezeichnung Stereo-Sound hier wirklich verdient. Und ich finde auch, dass man dadurch das Gerät richtig gut in der Hand liegt, also durch die Lautsprecher hier und den etwas dickeren Rahmen. Ich denke, ihr seht schon die Grafik wirklich toll und wir fangen jetzt einfach mal an. So, werfen wir mal eine Granate hier nach vorne. Aber ich denke, ihr seht schon, das läuft wirklich sehr, sehr schön. Ähnlich schön wie zum Beispiel beim Sony Xperia Z. Und eine Granate habe ich noch. Begebe mich hier jetzt natürlich wieder auf Selbstmord, damit ihr auch die Grafik möglichst gut zu sehen bekommt. So. Ich denke, wir haben jetzt wirklich alles gesehen. Also das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Kaum Ruckler, gestochen scharfe Grafiken. Sehr, sehr flüssig und das Display, ja, das gibt einem dann echt den Rest. Der Sound ist auch absolut klasse. Abschließend kann man wirklich nur sagen, wer ein Android-Smartphone zum Spielen sucht, liegt mit dem HTC One momentan wirklich bombenrichtig. Gerade hier merkt man meines Erachtens das Full-HD-Display nochmal deutlich, also die Grafik ist einfach absolut atemberaubend. Außerdem läuft alles absolut flüssig und das, obwohl das Gerät erst wenige Tage auf dem Markt ist. Wenn wir nur mal an das HTC One X oder das One X Plus zurückdenken, ja, das hatte einige Probleme, einfach weil die Spiele nicht optimiert waren, ist hier aber definitiv nicht der Fall. Ich bin wirklich absolut beeindruckt. In diesem Sinne bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuschauen, hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen und sagt Ciao, bis zum nächsten Mal.